Den Auftritt eines Weltstars legte Song Contest-Gewinnerin Conchita Wurst am Sonntag am Alterseer See hin. Mit dem Hubschrauber wurde sie von Wien eingeflogen, wo sie am Samstagabend beim Liveball aufgetreten ist. Am zum Flughafen umgewandelten Sportplatz wurde die Sängerin von Fans und Journalisten begeistert begrüßt. Ja, natürlich ist es ein besonderer Auftritt, wie irgendwie jeder Auftritt in der letzten Zeit sehr besonders ist. Aber heute ist es, ja, Frau Wurst ist angekommen in der Heimat von Tom. Das hatten wir ja schon mal und es war beim ersten Mal sehr schön und davon bin ich überzeugt, dass es heute auch so wird. Am Narzissenfest ist sie erst zum zweiten Mal. Was erwarte ich heute? Natürlich wunderschöne Kunstwerke und natürlich freue ich mich auch, dass ich mit dem Gary da sein darf, mit dem Herrn Kessler. Wir sind ja im Zuge des Liveballs jetzt wirklich schon ein ganzes Wochenende unterwegs und heute machen wir den krönenden Abschluss. Auch in ihrer Heimat hat die bärtige Frau viele Fans. Ein Zeichen für Toleranz? Ich habe von meiner Heimat eigentlich größtenteils nichts anderes erfahren. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, durch den Triumph des Eurovision Song Contests da einiges in die richtige Richtung weitergegangen. Das war zwar ein großes Statement, aber ich will auch niemanden enttäuschen. Ein Statement reicht nicht.